So, bevor ich erfriere, schaue ich mir noch einfach mal an, wo ich hier so hin kann. Zwar mache ich das am besten so. Also, Rot. Komme, beziehungsweise ich habe doch hier scheinbar hier angenehm viele Edelsteine. Wenn sich meine Königshellebarde dafür geopfert hat, das ist schon okay. Ich wollte gerade sagen, du lebst doch. Gut, Palak. Ivarok, der Jüngere, bist du etwa auch ein eigenmächtiges Bild? Bist du nicht gut? In dem Fall, halt still. War ich hier wirklich noch nicht? Oder kann ich mich nur einfach nicht dran erinnern? Es sieht so unspektakulär aus. Aber auf der anderen Seite, wenn das tatsächlich noch kein Gebiet war, und egal ob ich schon mal hier war oder nicht, ich habe einen Krog übersehen, wenn ich denn noch nicht hier war. Von daher hat sich das auf jeden Fall schon mal gelohnt, hierher zu kommen. Spurtechse, nein! Dammit! Ja, ich schätze spontan mal, außer dem Krog gibt's hier nichts zu holen. Von daher, ja. Was auch immer es war, ich konnte es jetzt nicht lesen, aber es war blau, von daher hatte ich es schon. Das ist die Hauptsache. Generell in dem Firone-Wald gab es mindestens eine Vogelart, die ich wohl noch nicht fotografiert hatte. Das muss ich unbedingt nachholen. Wobei gerade die Vögel halt echt immer relativ schwierig zu fotografieren sind. Und hier... Da ist doch ein lebendiger Wächter. Das muss jetzt wirklich nicht sein. Du siehst nichts, du hörst nichts. Bist ein guter Wächter. Lass mich in Ruhe. Beziehungsweise, was heißt, lass mich in Ruhe. Aber... Kämpfe bitte nur mit mir unter meinen Bedingungen.
Wo ist der eine Pfeil hin? Das ich nicht ge. Ganz ruhig. Jetzt war ich zu weit. Oh, das gibt's doch nicht. Komm schon. So. War doch gar nicht so schwer. Es war vor allem nicht der einzige Ballon. War es immer noch nicht? Himmels Willen, wo ist denn hier noch einer? Direkt vor meiner Nase, okay. Himmels Willen. Das war doch mal etwas herausfordernder. Aber gut, ich wäre von hier auch durchaus bereit, gegen einen Wächter zu kämpfen. Oder ihn einfach im Nichts verschwinden zu lassen. Hab ich um Himmels Willen auch nichts dagegen. Wenn er nicht gleich einfach nochmal auftaucht. Von mir aus gerne. Ich glaube, ich bin hier mal mit meinem Pferd durchgeritten. Und habe aber tatsächlich noch einen Schrein in der Nähe. Von daher kann gut sein, dass ich hier mit meinem Pferd damals durch bin. Und halt einfach nicht in der Lage war, hier irgendwas zu suchen. Oder hatte damals den Schreinometer noch aus. Definitiv nicht mehr in einem Gebiet, wo ich noch vorher noch nicht war. Aber Schrein ist Schrein. Und wenn hier wirklich irgendwo ein Schrein sein sollte, irgendwie, dann finde ich den auch noch. Wobei das eventuell ein bisschen dauern kann, weil ich jetzt erstmal da hoch zu dem... Nein. Weil ich jetzt erstmal da hoch zu dem Baum möchte. Nur um enttäuscht festzustellen, dass ich hier schon mal war. Nun gut. Da oben habe ich sogar tatsächlich eine Markierung, die ich mir mal gesetzt habe. Was ist hier denn? Da oben ist ein Krog auf jeden Fall. So, den Krog haben wir gefunden, den Schrein allerdings noch nicht. Und bevor ich mich zu lange hier ablenken lasse, war ich hier doch schon mal. Ich kann mich erinnern, dass ich den Krog hier damals, aus welchen Gründen auch immer, nicht geschafft habe. Ich glaube, ich habe die Steine nicht weit genug werfen können, was ich immer noch nicht kann. Weil ich denke, ich weiß mittlerweile, wie ich mir hier weiterhelfe. Au!
Aber viel Volltreffer. Stimmt, das war die Krogmarkierung, die ich mir hier gemacht habe. Da ging es nicht darum, dass ich hier noch nicht war, sondern einfach nur darum, dass ich mir hier den Krog schnappe, den ich bisher noch nicht hatte. Stimmt. Stimmt. Und ein Diamant. Sehr gut. Das freut mich immer, wenn ich so Sachen kaputt mache und kriege einen Diamant raus. Sollten hier nicht mehr als zwei Fledermäuse sein? Nee? Oh, gut. Ah doch, da waren mehr als zwei. Ich habe nämlich mitgekriegt, dass ich tatsächlich alle erwischt habe. Nun gut. Gucke ich mal, dass ich hier auch nochmal rauskomme. Und zurück zum Schreinkletterer. Oder zum vermeintlichen Ort des Schreines. Irgendwo. Da hinten ist ein Sternsplitter abgestürzt. Ach, wäre es nicht so weit weg. Irgendwo in dieser Richtung war das, glaube ich. Genau. Sehr gut. Also ich stehe prinzipiell auf dem Schrein, wenn ich hier bin. Frage ist nur, die Schleichlinge waren damals das Weiße, dem ich hätte folgen sollen. Frage ist nur, wie zum Geier kommt denn an den Schrein? Muss ja hier dann eigentlich ganz in der Nähe sein. Ah ja, hab ihn. Ach, wenn ich nur mal anfangen darf zu laufen. Hab ich eigentlich einen normalen Bären fotografiert? Nee, Honigbär. Bär!
Lass dich fotografieren. Bär! Ich mache jetzt erstmal ein Bild, damit ich eins hab. Nicht, dass er mir doch noch flüchtet. Ups. Ich habe einen Bär getötet. Das war mir so auch nicht bewusst. Ist aber ja auch nicht so schlimm. Ich habe ja ein Bild. Und den... Da war eine Sprotechse. Den Schrein habe ich auch gefunden. Tatsächlich etwas besser versteckt. Vielleicht habe ich den damals tatsächlich gefunden und hatte nur noch keine Bombenpfeile, weil mit normalen Bomben ist das, glaube ich, etwas schwierig, sich da durchzuballern. Aber gut, hallo! Totoisa-Schrein. Welche Geheimnisse erwarten mich in dir? Das klingt so falsch. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Totoisa. Im Namen der Göttin Heilia sollst du geprüft werden und wahrscheinlich mit seinen Gerätschaften, genau, Apparaturen war das Wort, das mir entfallen ist. Nun gut, dann zeige mir deine Apparatur, Totoisa. Dürfte an sich ja nicht das Problem sein. Und ich finde es schön, dass ich es tatsächlich ziemlich genau auf einer Höhe gemacht habe. Goshen-Schild. Haltbarkeit sehr gut. Verteidigung allerdings ziemlich mies, deshalb sorry, aber bleib einfach hier drin. Es war nur nicht geplant, dass das tatsächlich perfekt so auf einer Höhe ist. Das war absolut nicht geplant. Um Gottes Willen, okay. Moment. Stopp! Stopp! Okay, damit kann ich leben. Irgendwelche Geheimnisse? Ich hoffe nicht. Schaut zumindest nicht so aus. Was für mich heißt, dass ich hier in Ruhe weiter wuseln kann. Zur nächsten Apparatur. Was bewege ich denn hier, um Gottes Willen? So, dann hätten wir hier erstmal eine Schatzkiste. So, wenn ich jetzt noch den B-Knopf finde. Ist die Frage, ob das funktioniert. Ich meine, das funktioniert auf jeden Fall, weil ich notfalls einfach einen anderen Weg zurücknehme. Und ich finde einen kleinen Schlüssel. Das ist dann gewollter, dass ich das Ding finde, als ich eigentlich dachte. Ich hatte gehofft, das wäre irgendwie so ein super Geheimnis oder sowas, aber gibt's hier sonst noch irgendwas? Nicht wirklich. Gut, dann muss ich eigentlich nur gucken, dass die Treppe hier das sollte doch funktionieren. Keine Ahnung, ob das so Absicht ist, aber ich meine, ich komme hier wunderbar durch. Und bis zum Schluss. Und was will ich mehr? Totoisa! Mensch, alter Freund. Ich habe dich lange warten lassen, tut mir leid. Bei deinen Kollegen hier im Umfeld war ich schon viel, viel früher, aber... Du hast dich eben gut versteckt. Glückwunsch an dich und Glückwunsch an mich, denn ich krieg das Zeichen der Bewährung.
Ich habe einen Schrein mehr zur Komplettierung. Beziehungsweise ich bin einen Schrein näher an der Komplettierung. So. Möge die Göttin Hylia uns allen beistehen, mein Freund. Danke für deinen Dienst im Namen Hylias. Ich laber so Unsinn wieder. So, weit so gut. Dann ist jetzt nur die Frage, was ich mache. Weil ich will ja eigentlich hier hoch. Beziehungsweise hier hoch. Wäre ja an sich kein Problem, so weit ist das ja nicht, aber es regnet im Moment. Und es hat vor allem gerade erst angefangen zu regnen. Das ist dann schon etwas unpraktisch. Dann gehe ich halt wieder von oben nach unten. Ist zwar ein bisschen weiter, aber mein Gott, wenn es halt nicht anders geht.